Genau. Hallo, sei gegrüßt auf Glück ist eine Entscheidung und ich habe heute einen wunderbaren Gesprächspartner bei mir und zwar den lieben Kevan Fatali. Jens, danke. Sehr gerne. Was Kevan genau macht und warum wir heute ganz interessante Themen auch haben, da kommen wir gleich drauf, aber am Anfang, wie du weißt, die traditionelle Frage, denn wir betreiben ja hier Forschung im Sinne des Glücks, Potenzialentfaltung, Bewusstseinserweiterung und Persönlichkeits Training und zwar geht es um das Wie und auch um das Warum. Und daher immer die traditionelle Frage und zwar, Kevan, was glaubst du, ist der Unterschied zwischen Menschen, die grundsätzlicher Natur glücklich sind und Menschen, die es nicht sind? Was haben die ein, was die anderen nicht haben? Oder was unterlassen die ein, was die anderen nicht unterlassen? Puh, das ist eine sehr komplexe Frage, Jens. Ich glaube, Menschen, die grundsätzlich glücklich sein können, können am Glück anderer teilhaben, freuen sich, wenn sie Glück sehen, können es aufnehmen, verarbeiten und wiedergeben. Und es ist wie so ein Kreislauf, meiner Meinung nach. Es ist, wie ich vorhin schon kurz sagte, wahrscheinlich genetisch bedingt, Okay. aber man kann auch dran arbeiten und es lernen. Muss man das irgendwie dann bewusst erstmal merken, dass man diese Eigenschaft hat oder? Das ist genau das Genetische, denke ich. Wenn man es selbst merkt, dass es so funktioniert, ist es gut. Dann kann man daraus immer Energie aufnehmen und weitergeben. Wenn man es nicht selbst merkt, dann wird es schwieriger. Da kommt man aus einer unglücklichen Situation, aus einer Unzufriedenheit wahrscheinlich auch selbst schwerer raus in einen Glückszustand und bräuchte, weiß ich nicht, unter Umständen Unterstützung. Ja. Glaubst du, dass es egal in welchem Umfeld der Mensch ist, wenn er jetzt unglücklich ist, egal in welchem Umfeld er ist, trotzdem die Möglichkeit hat, aus geistig gesehen da rauszukommen? Ich glaube ja, wenn er um sich Dinge hat, die ihn oder sie glücklich machen, dann geht es umso einfacher. Sei es jetzt ein Hobby oder ein Haustier, an allererster Stelle Familie, Kinder. Wenn man all das nicht hat, glaube ich, wird es dann immer schwieriger. Okay. Das heißt, dann bräuchte man vielleicht so ein Aha-Erlebnis erstmal, Was um meinst du überhaupt, damit? also irgendeine Erkenntnis oder ein Aha-Erlebnis, das heißt, dass man überhaupt rauskommen kann aus Ja, dieser ja, ja. Und Situation, manche ne? kommen gar nicht raus und meiner Ja. Meinung nach haben manche Menschen wirklich große Probleme. Und dann führt das wahrscheinlich auch zur Einsamkeit, weil diese Menschen auch wenig Glück und Zufriedenheit ausstrahlen, was wiederum andere dazu bewegt, sich vielleicht etwas zu distanzieren. Und ja, da ist dieser Kreislauf, der kommt nie in Gang. Ja. Und ganz alleine schafft man es aus der Position vielleicht auch nicht, wenn man nicht eine, weiß ich nicht, Naturveranlagung hat. Ja. Was ja ganz interessant ist, wenn man so den Glücksbarometer schaut, ist ja Deutschland eigentlich gar nicht so hoch im Vergleich zu anderen Ländern, zu Menschen, die gar nicht so viel haben wie wir, aber trotzdem sind die irgendwie glücklicher. Ja. Was meinst du, woran liegt das? Ich glaube, dass dies nicht aus dem materiellen Versuchen herauszuziehen, sondern durch den menschlichen Kontakt. Und den kann man denen einfach nicht nehmen. Uns schon, leider. Okay, weil wir einfach mehr Ersatz materiell haben, ja, ausgestattet genau, mit sind. Fernseher, mit Handys, dann ein bisschen hier und da gucken und Werbung und kaufen und Konsum. Und man kann sich da dann schon vertiefen und das andere aus dem Blick verlieren, wenn die das nicht haben. Und diese Dinge können einem das aber nicht wirklich geben, wovon du redest, das Glück. Okay. Ich glaube, das ist nur über menschliche Energie oder wie gesagt möglich. Und weil ich vorhin sagte, auch zum Beispiel Hobbys, das meinte ich jetzt nicht materiell, sondern zum Beispiel Musik Ja. oder Fotografie oder andere Dinge und Tiere auch, Katze, Hund Also und irgendwelche irgendwelche, Trigger, die genau. uns irgendwie in irgendeiner Form. Genau, Bezugsdinge oder Bezugspersonen, Ja. denke ich. Und die haben halt genug Tiere um sich, Ja. Menschen, viele Ja. Menschen, die sind im Familienverbund zusammen und gehen mit der Sache auch unbewusst, glaube ich, um. Da fängt jeder den anderen eher auf. Und ich sehe das hier in unserer Gesellschaft. Entweder ist man integriert und hat Kontakte, Freunde, Freude. Und wenn man sich dann isoliert, ja, genau, dann lassen die anderen einen auch in Ruhe, denke ich, weil die denken, du willst es ja nicht. Ja. Also die Voraussetzungen sind entscheidend, auch ein bisschen hast du gesagt, ne? Die Voraussetzung, Genau. ja. Und
der Mindset, sag ich mal so, die Geisteshaltung so generell. Genau. Und warum wir uns auch heute unterhalten, ist ja so, du bist ja seit langer Zeit schon ein Pilot. Und zwar nicht von kleinen, sondern von großen Flugzeugen. Mhm. Ne? Ja. Genau. Und das Interessante oder das Spannende oder das Schöne ist ja dabei, du wolltest es auch immer werden. Ja. Also seit wir uns kennen, wolltest du das werden und du bist es auch geworden. Mhm. Und du hast auch interessanterweise noch andere Dinge, die du schon lange mal werden oder haben oder erreichen oder so wolltest und die hast du auch alle erreicht. Das klingt jetzt erstmal weitgehend. Nicht weitgehend, genau. Ich will auch nicht alles erreichen. Genau. Das wäre dann zu viel vielleicht auch. Ja. Jetzt gibt es ja Menschen, die wollen ja auch irgendwie was. Ja. So. Aber erreichen das nicht. Was glaubst du? Oder weißt du, woran liegt das? Oder was war dein Ding, warum du das geschafft hast? Was glaubst du? Oder weißt du? Also ich habe ab und zu drüber nachgedacht und ich glaube, in erster Linie ist es die Vision. Okay. Es ist weder Zufall noch Glück noch der Wille und Ehrgeiz oder dieser ganze Quatsch. Das braucht man dazu auch am Ende. Aber das beginnt alles mit der Vision. Okay. Und Vision ist Visualisierung, das heißt, ich sehe alles vor mir, was ich machen will oder was ich haben will. Egal, was es ist. Okay. Ja. Und komischerweise kommt es, wenn es die Möglichkeit dann gibt, es muss ja auch möglich sein, dass man zum Beispiel keine Krankheiten hat, dass die Umstände passen. Wenn die Möglichkeit dann da ist, dann kommt es komischerweise genauso. Ich habe mir mit 10 Jahren schon vorgestellt, Pilot zu werden und ich habe einen kleinen Schreibtisch umgebaut zu einem Cockpit mit Instrumenten und ein Kleiderbügel war mein Steuerhorn und ein Staubsauger, den man in der Leistung verändern konnte. Das war damals ganz neu. Das war das Geräusch, oder was? Vom Triebwerk, genau. Da ging es rauf und runter. Super. Ja. Und das habe ich, weiß ich nicht, wenn ich ins Bett gegangen bin, hatte ich das vor Augen einfach immer. Ja. Und dann habe ich Bücher gelesen und habe es mir auch dann nicht nur gelesen, sondern es auch erlebt im Kopf. Also vorerlebt. Ja, so vorerlebt, ja. Ich habe mich so gesehen schon, ja. Ja. So im Wachzustand quasi geträumt davon. Mhm. Ganz nebenbei, also auch nicht andauernd, aber immer wieder. Okay. Ist so ein bisschen wie bei Sportlern, die so den Wettkampf schon vorher 1000 Mal durchgehen. Also wenn sie Weitspringer sind oder so, dann gehen die den Weg durch. Oder beim Sprint, beim Wettrennen, geben die sich schon danach die Hand und sagen, super, ich habe gewonnen oder so. Genau. Ne? Also so richtig vorerlebt. Genau. Okay. Und ich glaube, das ist der mentale Anteil, der überwiegt und vor allem wirklich Vision und Visualisierung. Ja, okay. Und wenn man dann dazu noch sagt, gut, ich gehe den Weg und das, was man selber also aktiv körperlich dazu beitragen kann, ist Schule, Ausbildung in dem Maß, wo man es auch braucht, um überhaupt dahin zu kommen. Das ist halt der andere Teil, den muss man schon selbst erbringen zusätzlich. Mhm. Und dann muss man halt natürlich auch Glück haben, dass Gesundheit mitspielt, dass man da keine Hürden und Hindernisse zu überwinden hat, unüberwindbare zumindest. Also da spielt dann diese Voraussetzung wieder eine Rolle. Genau, das muss ich auch. Ja, genau. Es ist natürlich, wenn man sich was visualisiert, weil manche sagen, du kannst alles erreichen, was du willst. Das geht natürlich nicht. Ich glaube da nicht dran. Es gibt Hindernisse und Bedingungen, wo man halt anderen Weg gehen muss, einen anderen guten Weg. Mhm. Aber ohne diese Visualisierung ist die Chance, dass es auch wirklich so kommt, ganz schwierig. Weißt du, ich habe ein Beispiel. Ja. Ich habe damals bei Condor angefangen und das war die Fluggesellschaft, bei der ich als Kind schon fliegen wollte. Wir sind mit denen mal in Urlaub geflogen. Mhm. Und mein Traumflugzeug war 737. Mhm. Also in Kombination bei Condor 737 fliegen. Nach meiner Ausbildung waren 4 Stellen auf diesem Muster bei Condor frei und ich bin da hingekommen. Ich saß beim ersten Flug nach der Ausbildung da drin und bin über die Alpen geflogen Richtung Mallorca und habe rausgeguckt und habe gedacht, dann hast du dich dran erinnert. Das jetzt war. Mir war die ganze Zeit schon bewusst, dass ich das wollte. Ja. Aber da saß ich dann zum ersten Mal in Ruhe da, ohne Ausbilder, ohne irgendwas zu tun, einfach nur rausgeguckt und super, Da wurde es mir so langsam bewusst, das ist ja genau das, was du dir vorgestellt hast. Also mit der Vorstellung beginnt es, meiner Meinung nach. Ja, okay. Ja. Was hast du denn mit Hindernissen gemacht? Also kam es mal zwischendurch eigentlich auf, dass du gezweifelt hast oder kam es zwischendurch auf, dass irgendwas war, wo du gedacht hast, oh Mann, jetzt
das schaffe ich nicht oder ähnliches? Ja, ja. Okay, wie bist du damit umgegangen? Was hast du getan? Oder war dir trotzdem immer wieder klar, egal was passiert, ich werde Pilot? Das war mir klar, dass ich es werde. Das Einzige, was mich hätte davon abbringen können, wäre zum Beispiel irgendeine körperliche Sache, zum Beispiel Rot-Grün-Schwäche, Farbsehprobleme oder Blutwerte oder irgendetwas, was in die Unfall Richtung geht. Kann ja alles. Unfall, ja, genau. Genau. Okay. Die Eingangsbedingungen sind relativ hart, wenn du jung bist, um dieses Medical zu bekommen, also diese medizinische Lizenz, um überhaupt anfangen zu können. Aber ich habe mich damals bei einer deutschen Gesellschaft beworben und hatte damals noch einen iranischen Pass. Und meine Bewerbung wurde einfach abgelehnt nach dem Abitur. Dann habe ich mich einfach frech nochmal beworben, weil ich keinen Grund sah. Wurde nochmal abgelehnt. Dann habe ich mich für einen anderen Weg entschieden, in diesem Unternehmen doch eine Ausbildung zu machen. Es gab noch eine Alternative. Und dann habe ich die Einstellungsuntersuchungen in Hamburg alle bestanden. Und mir wurde dann nach dem Gespräch auch dort wieder gesagt, aufgrund meiner Nationalität bzw. Staatsbürgerschaft kann ich nicht ausgebildet werden. Ich hatte aber vorher bei einigen Fluggesellschaften in Deutschland angefragt, nach diesen zwei Ablehnungen am Anfang, ob meine Staatsbürgerschaft eine Rolle spielt. Und die haben mir alle geantwortet, nee, mit Arbeitserlaubnis, Aufenthaltserlaubnis und Schulabschluss und so weiter, dann kannst du mit einer deutschen Lizenz oder europäischen Lizenz bei uns arbeiten. So, und dieses Schreiben habe ich aufgehoben gehabt, auch von dieser Gesellschaft, die uns dann an dieser Flugschule ausgebildet hat. Und ich hatte natürlich, als diese Aussage kam, eine trockene Zunge. Ich saß da und war völlig platt, weil es war eigentlich, ich hatte es geschafft. Das Gespräch war kurz, die mochten mich. Ja. Keine große Fragerei, alles klar, sie haben uns überzeugt. Aber leider klappt es nicht. Also da ging es mir sehr, sehr schlecht. Es ging mir vielleicht zweimal in meinem Leben so schlecht. Also warst du eigentlich schon gescheitert oder was? Sozusagen? Ja, also zumindest bei der Gesellschaft. Ja, das war eine Absage. Ja. Wir hatten vom Vorstand eine Ansage, ab 1. Januar nur noch EU-Staatsbürger und das war bei mir irgendwann Mitte Februar. Ich glaube, Weißt du noch, was du in dem Moment gedacht hast? Also okay, erstmal Schockstarre, sag ich mal so. Und dann, was kam dann? Dann bin ich die Tür raus und schon auf dem Gang habe ich gedacht, da muss ich halt die dritte Alternative nehmen. Okay, also zusammengefasst kann man sagen, geh zur Not auch Umwege. Ja, ja, immer. Genau, ganz schön. Schöpfe genau. alle Möglichkeiten aus und wenn der erste Nein sagt, dann heißt das noch lange gar nichts. Ja. Also das kann man als Grundeinstellung sozusagen mit sagen. Unbedingt, ja. Ja, okay. Die Sache war die mir eingefallen ist, dass ich ja noch ein Schreiben habe. Und ich habe das rausgeholt und habe gedacht, das kann nicht sein. Die haben es mir doch schriftlich gegeben. Ich bin jetzt so weit gegangen und habe, es ist ja auch eine emotionale Mühe, die man auf sich nimmt. Ja, klar. Und habe dann meinem Onkel damals davon erzählt, der für mich wie ein zweiter Vater war. Und er hat gesagt, das musst du nicht auf dir sitzen lassen. Und bei ihm habe ich gelernt, dass man auch mal sein Recht einfordern darf. Okay. Also nicht alles akzeptieren. Also Umwege gehen, hartnäckig sein. Am Anfang steht wieder die Vision. Ich glaube, die darf man nie vergessen, wo es anfängt. Das ist sowieso so immer die Möhre vor der Nase Genau. Sonst geht das Ganze sowieso früh verloren. Okay. Entweder man besteht nicht oder geht nach der ersten Absage weg oder spätestens nach der zweiten. Da ich sage, wir fahren jetzt hin, machen einen Termin und reden mal mit dem Geschäftsführer dort. Und dann saßen wir da und der war auch weiterhin hartnäckig, hat gesagt, nein, können wir nicht machen. Und dann hat mein Onkel gesagt, ja, dann hol mal das Schreiben raus. Okay, dann haben wir es ihm gezeigt. Ja. Er sagt, er macht sich davon mal eine Kopie, hat große Augen gemacht. Und um 4 Uhr nachmittags habe ich einen Anruf bekommen, dass ich im Lehrgang am 3. April war, das glaube ich. Okay. Ja. Da hat das Schicksal sozusagen nochmal dich getestet, ob du das wirklich, wirklich, wirklich kann willst. Kann sein, ja. Das sind Energien. Ganz spannend an. Das läuft halt. Das hört sich ganz spannend an. Ja, jetzt könnte man ja denken, du bist so ein Glückskind, weil du hast ja auch noch eine wunderbare Frau, wunderbare Kinder und du genießt auch noch ein wunderbares Hobby und zwar spielst du Geige. Du spielst Geige und wie war das? Wolltest du auch Geiger werden? Kann man das sagen? Ähnlich? War das ähnlich? Nahezu, ja. Musik war bei mir immer wichtig.
Und ich glaube, wenn ich mit 5, 6 Jahren die Geige entdeckt hätte, würdest du jetzt wäre ich möglicherweise, ich weiß es nicht, ja, weil es, ich habe eine riesige Affinität dazu und es ist schon fast wie Sucht, ja, es ist, ich liebe es. Ja. Und auch die Materie, den Geigenbau, das ganze Thema drumherum, Musik, Sinfonien, Konzerte, Konzerthallen, Instrumente, wie gesagt, Instrumentenbau, Messen, all die Menschen, die damit zu tun haben. Und ich glaube, das hätte schon eine zweite oder vielleicht sogar erste Alternative werden können. Ich habe aber mit Klavier angefangen, mit 5 oder 6 Jahren und habe später auch Schlagzeug und 4 Jahre Gitarre gelernt. Gitarre erinnere ich mich. Ja. Und mit Geige kam das Ganze erst Mitte 20, Mitte, Ende 20. Und seitdem bin ich sehr fix und konzentriert dabei. Genau, du hast sozusagen eine fast professionelle, halbprofessionelle. Ja, ich würde sagen halbprofessionelle, genau. Ja, genau. Ja. Und das ist, passt ja auch ganz gut eigentlich zu deinem Beruf, weil du da ja relativ flexibel, genau, flexibel bist. Ja. Würdest du sagen, du bist ein Glückskind oder ja, gesegnet? Ja, aber ich hatte auch ein paar Schicksalsschläge, die keiner haben möchte, aber im Nachhinein, ich weiß nicht, ob alles im Leben so sein Gutes hat, würde ich das gerne ab und zu sagen, aber ich glaube, manches ist auch einfach nur Scheiße. Ja. Und das muss man auch akzeptieren. Ja. Ja. Wie könnte man das jetzt in ein Motto packen? Irgendwie? In ein Motto, wenn jetzt, wie könnte man diesen Weg oder so? Das aus einer Vision wird Zukunft. Also Vision und ist die Zukunft ist gut und wenn es noch nicht gut ist, dann musst du? Hat man noch was vor sich. Okay, super. Was sagt man? Am Ende wird alles gut und wenn es noch nicht gut ist, ist noch nicht Ende? Ja, dann ist noch nicht Ende, genau. Wer hat das gesagt? Ich weiß gar nicht, aber das stimmt, ja. Das ist richtig. Ja, und du hast noch die Gabe und den Wunsch irgendwie, ich glaube eher die Gabe und den Wunsch, irgendwie, du kannst auch sehr gut andere Menschen damit so inspirieren. Also die Musik hast du in deiner Familie dann, Kinder oder deine Tochter zumindest, ist auch da musikalisch angesteckt, ne? Ja. Aber ansonsten glaube ich, weil wir kennen uns ja jetzt auch schon ein paar Tage, bist du so einer, der auch so andere irgendwie mal zum Lächeln bringt, sage ich mal so oder so. Ja, und ich glaube auch, das ist auch seine, er ist jetzt so bescheiden, das ist so deine Grundeinstellung auch, gell? Du magst irgendwie auch schon, dass andere Menschen glücklich sich wohlfühlen. Ja, ganz genau. Ja. Also wenn ich jemandem etwas Gutes geben kann, ist es mir lieber, als ich etwas Gutes bekomme. Mhm. Das hole ich mir schon irgendwie. Also, aber ich erwarte es nicht. Also es macht mir Spaß. Sagen wir mal, ich habe einen schönen Geigenbogen und der spielt sich gut und jemand hat einen schwachen Geigenbogen und der probiert das und sagt, boah, wie toll ist das. Ich tue alles, damit diese Person einen schönen Geigenbogen bekommt. Mhm. Das ist schön. Über bekannte Umwege, irgendwo hinfahren, schauen. Es gibt alles Mögliche, was man da tun kann. Ja. Bücher ausleihen, Interesse wecken. Ja. So wie du gesagt hast, begeistern dafür. Genau, ja. Und dann... Dann sieht man jeden Tag, wie die Person mit der Sache auch Spaß hat. Mhm. Ja. Also kann man sagen, Vision auf der einen Seite und dann geben ist, wie heißt das, besser als nehmen? Ja. Seliger als nehmen oder so. Und die beiden Faktoren, und da können wir uns dann irgendwie... Ja. Genau. Und ich glaube, wenn man dann so dieses Geben praktiziert, viele können es nicht nachvollziehen. Die denken, du machst es ja am Ende für dich. Ja, vielleicht mache ich es am Ende für mich, weil ich dann ja auch viel zurückbekomme. Ja. Vielleicht ist es egoistisch. Das wollte ich gerade noch sagen. Und zwar, ich glaube, das ist verankert. Also wenn man die Grundeinstellung hat, also diese Geisteshaltung, dass man gerne gibt, dann wirkt es auch. Ja, es gibt, wie du gesagt hast, es gibt viele Menschen, die machen das, um etwas zu bekommen. Und da habe ich gelernt, da klappt das gar nicht so gut. Ne? Also ich glaube, wenn man die Grundeinstellung hat und es wirklich gerne macht, ich glaube auch im Endeffekt, dann funktioniert das auch. Also, Vision und Geben. Das ist doch mal ein schönes Schlusswort. Ja. Und da bedanke ich mich ganz recht herzlich, dass du dir die Zeit genommen hast und dass du vielleicht den einen oder anderen auch noch hier inspiriert hast. Und wenn dir das Video gefallen hat, dann like es, schreib was Nettes drunter, abonniere den Kanal, klicke auf die Glocke, damit du immer weißt, wann das neue Video kommt. Und wir sagen einfach Tschüss und lass es dir vor allem gut ergehen. Tschüss.